Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK, wieder zusammen mit dem Steve. Hallo zusammen. Wir sind am... Wir haben mittlerweile Nacht. Und... Wo sind unsere Tiere hin? Weiß ich nicht. Gerade standen sie noch vor der Tür. Ja. Okay. Eigentlich wollten wir jetzt das Haus aufbessern zu Holz. Also aus dem Stroh. Hier im Wasser. Wo bist du? Steiner. Hier. Die müssten doch bestimmt auch denselben Gegner zugelaufen. Ist auf jeden Fall keiner gestorben. Steiner steht hier vorne im Wasser. Oder den 849er. Und meiner steht da hinten. Wen haben die denn gefolgt? Keinem von uns. Ich zieh mal den ersten schon mal aus dem Wasser. Ich glaube, ich habe nämlich einen Hai gesehen. Der folgt dir noch nicht. Jetzt folgt er mir. Ja gut, dann hol sie mal raus. Nee, was ist hier mit dem Pfeifen? Im Griff. Ich bin jetzt hier auf der Insel. Ja, wir sind beide jetzt am... Denn? Ich bin mit beiden am Strand. Ach so, du bist mit meinen am Strand. Ich habe den gar nicht zum Strand kommen sehen. Da. Da sehe ich dich. Warte, dann pfeife ich den einen zurück, dann kannst du dich draufsetzen. So. Obwohl, wir können die eigentlich auch direkt mitnehmen zum Holzfarmen. Damit wir das transportieren können. Ja gut, aber Holz kannst du mit denen nicht nur zum Transport, ne? Ja. Dann gehen wir mal rüber. Hier, der kleine Fisch wird doch nichts machen, oder? Außer es ist ein... Ja, wie heißen die noch zu bei Piranha? So. Ja, wir haben noch aufgenommen, wo wir jetzt noch nicht die Namensvorschläge haben. Deshalb, wir haben ja in der letzten Folge noch offline dann jetzt hier den zweiten Parasaurus zu Ende gezähmt. Kleines Viech. Also gerne Namensvorschläge noch in die Kommentare auch für den zweiten. Ja, sollen wir uns einfach du rechts, ich links. Warte. Was brauchen wir denn? Brauchen wir... Erstmal gucken, was wir dafür brauchen. Was hattest du? Du hattest die Wände. Ich hatte ja die Wände. Ja, ich habe das Dach, die Türen und den Boden. Jetzt braucht man Fasern, Holz, Stroh. Ja. So. Okay. Und so, ich bin ja Level 14. Du musst drück mal bei deinem Parasaurus, stell dich mal davor und drück mal T. Das ist der, damit der dir folgt. Oh, man sieht, also bei Nacht sieht man echt wenig. Und die müssten ja eigentlich noch... Oh, doch, ich glaube, der war vorhin auf neutral eingestellt, sonst wäre er auch nicht hinterhergelaufen. Das heißt, wenn wir jetzt angegriffen werden... Ja, steht auf neutral. Dann greifen die direkt den an, der uns angreift. Ja gut, weiter an. So, was brauchen wir jetzt? Fasern. Und mal Fasern können wir so sammeln. Ja, Fasern, das kannst du ja selber. Holz würde ich dann in Dino sammeln dann. Ne, ich meine, Fasern kann man auch mit der Fackel in der Hand sammeln. Damit man wenigstens etwas sieht bei dem Holz, muss man sich, glaube ich, da vorstellen und dann gucken. Ja, wir haben uns auch überlegt, wir können auch eigentlich eine zweite Etage machen. Wir haben eine schöne Wendeltreppe, die man auf Level 14 freischaltet. Was wir brauchen dann aber, was brauchen wir denn dann in der Mitte dann? Auch Fundamente oder zählt das als Dach? Was meinst du als Dach? Ja, wenn wir eine Zwischendecke haben, ist das dann als Dach oder als Fundament? Müsste doch dann ein Dach sein, oder? Dach. Gut, also brauchen wir 16. Mache ich erstmal 16 mal das Fundament aus Holz. Ich brauche 80 Holz für ein Fundament.
ich mache mir hier das Brennholz hier weg. Oder das Strandholz. Oh, es regnet. Ja, müssen wir nicht trinken. So, was brauche ich eigentlich für die Wendeltreppe? Ich brauche 200 Holz. Weißt du Bescheid? Ja. Fasern habe ich schon genug. Und 50 Stroh. Ja, jetzt im Dunkeln den Baum finden. Ja, gut. Hier liegt ja auch noch genügend Strandholz. Wie viel Uhr haben wir gerade? 1.10 Uhr. Ich bin schon wieder überladen. Ja, das geht. Ja, ich glaube, ich werde auch jetzt erstmal weiter auf Gewicht gehen. Ich soll nur aufpassen, dass nicht mal irgendwo eine Rex oder sowas herkommt. Du kriegst erstmal mein ganzes Holz. Die Fasern kannst du auch haben. Oder ich mache erstmal die Dächer. Die müssten ja, glaube ich, die könnten vielleicht ein bisschen weniger brauchen. Dass wir eine zweite Etage einfach erstmal machen können. Das kann da rein. Ja. Ups, nee, den Sattel nicht. Ich habe schon wieder keine. Mach mal deine Lampe an, genau. So, Gewicht habe ich nämlich erst dreimal geskillt jetzt. So, jetzt sehen wir hier auch die Holztreppe. Wo siehst du die? Ja, ich bin jetzt Level Up und habe jetzt bin jetzt bei den Endergramm. So, wir können auch mit den Tieren jetzt farmen, die Büsche farmen. Wenn man einen guten Wendekreis hinkriegt. Aber Holz kannst du damit nicht so berauschen. Ne, ich glaube mehr Stroh als. Aber ich glaube auch Stroh könnten wir. Ne, Stroh glaube ich nicht, nur die Bären. Ne, Stroh kriegt man. Man kriegt auch Stroh und Holz, aber ich glaube nicht in dem Verhältnis, als wenn wir das abbauen würden. Oh, ich brauche einen Feuerstein. Wo ist der Dino? Stimmt, man könnte die auch mit so einer Grundversorgung ausstatten, die Dinos, damit man so eine kleine, so ein kleines Reparaturset dabei hat. Ja, ich hatte ja meine Dinger gerade abgegeben. Meine Feuersteine. Muss ich ja nur eben zum Dino gehen und dann kann ich reparieren. Also nachts zu arbeiten ist echt nicht so einfach. So, aber ich habe ja schon wieder 70. Ich habe doch. Holz. Ich glaube, vor der Aufnahme habe ich mal die Standfackel erlernt. Was brauche ich denn dafür? Stroh. Dass wir uns hier vielleicht einfach Licht machen. Kannst du die auch wegnehmen? Ich glaube, nur abreißen wieder. Aber ich glaube, so viel braucht die auch nicht. Mach mal Licht. Ich stell mal zwei Stück her. Dann kannst du auch eine dir irgendwo hinstellen. Warte, bleib mal stehen. Hast du denn eine für die Hand schon? Nein. Ich hab bestimmt eine da gelassen. Jetzt machen wir auch Licht. Hatte ich für gerade eine fallen lassen? Jetzt habe ich beide fallen lassen. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz. Kann ich die nicht aufteilen? Doch, Stapel teilen. Okay. Halbieren. So, ja, und das jetzt ist so eine Standfackel, ne? Ja. Jetzt gehe ich ein Stückchen dahin, wo mehr Bäume sind. Bleibt, glaube ich, hier am Strand. So, hier sind schon mal 5 Bäume. Einige Sträucher. Ich hoffe mal nichts Wildes an Tieren. Nicht, dass das Feuer die jetzt anlockt. So, Inventar öffnen. Ich versuche mal ohne Dings durchzukommen. Okay, so eine Standfackel bringt auch nicht viel, aber zumindest sieht man so ein paar Umrisse. Mhm. Wie holt man seinen Dino ran? Mit T. Also T ist, dass er dir folgt. Mhm. Hattest du das nicht schon eingestellt? Stand da nicht schon, dass er dir folgt? Nee.
T passiert bei mir überhaupt nichts. T ist bei mir ranpfeifen. Weil ich müsste wieder... Aber der folgt mir auch nicht. Ja, T ist folgen, aber was willst du mit ranholen? Dass er noch ein paar mehr Schritte näher zu dir kommt, oder? Mhm. Ja, dann geh mal, Moment. Wenn du gleich bei dem bist, länger E gedrückt halten, verhalten und dann Folgeabstand ändern. Ich hab den auf niedrig, da ist er eigentlich fast direkt hinter mir. Ich hab ja schon wieder 84 Holz gesammelt. So, aber ich muss ja aufpassen. Verhalten, ernten. Ne, verhalten. Und links steht dann. Neutral, verhalten neutral, Zielentfernung mittel. Ja, mach das. Folgeabstand ändern von niedrig. Achso, ne, also bei, ich hab niedrig. Also niedrig sind die eigentlich direkt hinter mir. Aber der folgt mir nicht. Ne, dann musst du dem ET pfeifen. Ich dachte, du willst hier noch ein Stückchen. Aktivieren. Ich hab ihn jetzt. Ich dachte, du wolltest ihn noch ein Stückchen näher hinter dir haben. Ja, jetzt folgt er mir. Das ist schon mal besser. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe gerade Schritte gehört, aber das war Gott sei Dank nur mein Parasaurus. Also eine Standfackel, darauf kannst du eigentlich verzichten. Man sieht nicht viel dadurch mehr. Und das du ist kannst nur auch nicht abbauen oder was? Oder aufnehmen wieder? Ne, ich glaube nicht. Kann ich gleich mal versuchen, wenn ich hier weggehe. Was ist da? Da ist ein Vogel. Ich stelle aber gleich erst drüben her. Ich will hier irgendwie nicht länger sein als nötig. Ich glaube, ich habe schon viel zu viel. Nee. Ja, also man sieht nichts. Oh nein, jetzt ist die Hacke noch kaputt gegangen. Stroh und Feuerstein, das habe ich doch hier reingelegt. Der schon trägt schon 350 Holz bei sich. Ich glaube, ich gehe wieder zurück erstmal. Ja, mach das. Ich muss mal kurz meine Axt reparieren. Weil ich weiß auch nicht, wenn ich dann aufsteige. Dann kommt dein Gewicht ja auch noch dazu. Richtig. Aber er bewegt sich gut. So. Weil da kommt wieder ein grüner Dings runter. Ja, ein Level noch. Dann können wir den aufmachen. Ich habe hier gerade einen Stein, der Metall gibt. Soll ich den vielleicht auch schon mal einfach farmen, wenn ich eh schon mal gerade da stehe? Ja, nimm mit. Was brauche ich denn dafür? Ne, da. Ich muss die Spitzhacke nehmen. Okay, ich habe ein Metall rausgekriegt. Wie kann ich den... T heißt folgen und wie heißt Y. Y heißt stehen bleiben. Ja. Jetzt muss ich vielleicht sogar das Dach abreißen. Aber ich glaube, ich bin jetzt nur noch Fasern, ne? Ich komme gleich auch mal zu dir. Fasern sind doch hier, so. Also Feuersteine haben wir jetzt gleich auf jeden Fall noch ein paar. Was braucht man denn für Pfeile? Oh, brauche ich. Okay, ich verwende die Feuersteine mal alle direkt wieder. Für was? Für Pfeile. Um dann später Narkotikpfeile daraus zu machen. So, 200 Holz brauche ich. Einmal 200. So, jetzt bin ich überladen. Klar. Eine Wendeltreppe herstellen. Soll ich mal kommen, damit wir gucken, wo wir das hinstellen? Kannst du gerne machen. Nimm die mal in der Hand, so ungefähr. So, jetzt gucke ich mal. Eben wegen der Standfackel. Ja. So,
Feuer löschen, Inventar öffnen, abreißen. Ne, also ich krieg's hier nicht. Kann ich den irgendwie drehen, das Teil? Da muss ich mich anders hin. Hast du den Dropshoppen geöffnet? Nein. Der vor unserem Haus, der war weg. Ja, deshalb. Aber ich sehe den nicht mehr. Ja, es war schon weg. Ach so. Verschwindet doch irgendwann. Ja, gut, du müsstest vielleicht auch mal kommen. Ich bin da. Weil ich sehe nicht mit Licht. Hast du noch deine Standfackel? Ja, habe ich auch noch. Weil ich sehe nicht. Wo wollen wir die hin tun? Hier in die Ecke vielleicht? Weil hier ist ja noch nichts. Oder hier vorne in die Ecke? Können ja, ich weiß nicht, wenn ich den so hinstelle, passt das? Ich sehe nichts. Ich glaube, ich sehe das nur, wenn du die platzierst. Oh shit. Weil wenn ich hochgucke, dann platziert er mir die Brocken wieder anders. Weil ich sehe dich auch gerade nur mit Pfeil und Bogen in der Hand. Aber ich glaube, ich sehe das erst, wenn du die hingesetzt hast. Oh, schade. Sonst mach nach Gefühl. Sonst müssen wir halt irgendwie nochmal einen weiter nach rechts oder links ausbauen. Wollen wir nicht die Ecke hier vielleicht nehmen, wo ich gerade stehe? Wo stehst du denn? Nicht wo die Betten sind? Ach, da. Denn da können wir, ich weiß nicht, was später so übers Wasser kommt, weil hier sind die ja näher am Wasser dran, wenn da mal Haie oder sowas sind, dass wir dann von oben drauf schießen können. Obwohl, ne, dann ist ja eigentlich auch egal, wo die Treppe ist. Ich hab's immer gesetzt. Wie ist das? Okay. Müssen wir natürlich oben. Die ist breiter, als ich gedacht habe. Oder größer. Ja, ich glaube, über dir muss auch noch abreißen. So. Also ich bin schon mal auf dem Dach. Ja, ich auch. Jetzt müssen wir natürlich auch wegen den Vögeln aufpassen hier oben. So, was hast du an Wenden gelernt oder hast du unter... Ja, du, Wände hattest du. Wände hatte ich. Na gut, aber Holz muss ich ja noch erlernen. Wo waren die? Holzwand. Ach nee, die musste ich erlernen wegen der Treppe. Oh, ich habe kaum Stroh. Ich hätte mehr Stroh sammeln sollen, glaube ich. Ja gut, aber... Stroh war noch ein bisschen in der Kiste, habe ich jetzt auch neu reingelegt. Reich mir jetzt erstmal das Dach. So, und ich gucke. Herstellung. Wände. Braucht Stroh und Holz. Ja, Stroh habe ich gerade wieder rausgenommen. Ja, ich brauche noch einiges an Stroh und Holz sowieso. Ich glaube, wenn es Tag ist, dann nochmal richtig farmen. Stroh habe ich hier auch nochmal. Holz habe ich auch. Herstellen. So, zwei Wände kann ich schon. Dann geht nur weiter Holz. Ach ne, nicht aufsteigen. So, man kann ganzes Holz weg. Zack. Rüber. Herstellen auf jeden Fall noch eine. Oh, jetzt fehlen mir zwei Holz. Wenn du Holz brauchst, kannst du dich auch bei mir bedienen. So, also ich habe die ersten drei Sachen jetzt schon mal platziert. Drei Wände habe ich auch. Ich würde sagen, wir machen erstmal. Ich bin jetzt bei der Treppe. Ich habe unter der Treppe den Boden gemacht und zweimal beim Dach war's. Aber ich glaube, das war's auch schon, was ich machen kann. Ich kann nochmal eine Wand machen. Restliche Holz mache ich dann ins Feuer. Ne, einmal Dach kann ich noch machen. Dann war's das.
Ich tue auch schon mal die Pfeile, die ich fertig habe, in den Mörser, damit wir da dann später einfacher die Narkotikpfeile herstellen können. Ich kann ja schon mal weiter erlernen. Da fehlt jetzt noch die Tür, der Türrahmen. Oh, ich muss Holz. Hä? Strohrahmentür? Hab ich. Ich muss übrigens die Holzwand auch erlernen, wenn ich nur den Holztürrahmen machen möchte. Mhm. Was musst du noch erlernen, wenn du das erlernen möchtest? Was, den Türrahmen? Mhm. Moment. Runterscrollen. Wo ist der denn? Bei Level 11. Stroh und Holzwand. Aber Holzwand habe ich doch. Dann wird dir der Türrahmen fehlen. Ne, der Strohtürrahmen fehlt mir auf jeden Fall. Wie viele Punkte musst du ausgeben? Warte mal. Wo war der? 3 für den Strohrahmen. Also ich brauche nur eigentlich 3. Mache ich den am besten. Ja, und dann die Tür auch, weil ich muss einmal 16 bzw. 20 machen. So, hab beides gemacht. Okay, dann mache ich Foundation und Dach. Brauchen wir sonst noch was? Ja, okay, eine Leiter brauchen wir nicht. Ja, sonst brauchen wir bis jetzt nichts. Ja, dann kann ich eigentlich schon mal wieder weitersuchen gehen. Ich bleibe jetzt aber bei uns hier auf der Seite. So, der Parasaurus freut sich auf jeden Fall, wenn er ein Level abkommt. Der springt erstmal schön hoch. Ach, du bist auch schon da wieder unterwegs. Ja, hier auf der Insel, ne? Ja. Weil du ohne Dino unterwegs bist. Ja, mittlerweile haben wir fast 3 Uhr. Aber man sieht doch schon wieder einiges. Beim Horizont geht die Sonne ganz langsam auf. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich komme an meinen Dinosaurier auch nicht ran. Öffnen, ja, muss ich jetzt mal eben ein bisschen was hier rein tun. Da kommt wieder so ein kleiner Spucker oder was das da ist. Und Dilo? Mhm. Ja, gut, die machen ja bis jetzt gar keine Probleme oder nicht mehr. Der haut auch ab. Muss halt nur einmal das erste Mal Gift spucken oder was das ist, ausweichen und dann. Ich glaube, dann gehen die auch. Treibholz hier mal wieder wegmachen. Müsste gleich auf Level ab sein. Ja, ich werde jetzt erstmal Stroh machen, nicht dass ich das schon wieder vergesse. Ja, es wird so langsam ein bisschen kahl hier. Immer weniger an Material.
was Schönes. Bist du zum Drop gegangen? Nein, ich bin jetzt Level 15. Ich wollte nur gucken, was es da gibt. Achso. Ja, Level 15 erreiche ich diese Folge auch noch. Also gehe ich mal stark von aus. Schießpulver, Leuchtpistole, Lederhose, Kompostbehälter, Lederhut, Lederrüstung quasi. Der Drop ist doch so weit weg. Ne, einer war vorhin noch links, wo wir vorhin noch das Holz gesammelt haben. Ja, aber dann ganz da hinten, ne? Oder oben, aber das ist mir zu gefährlich. Ja, also jetzt nachts würde ich da auch nicht hingehen. So, ich habe schon wieder 4 Dächer. 3 hatte ich platziert. Und ich muss insgesamt auf 14 kommen. Ja, das. Das wird schon. Jetzt kann ich auch gucken, was man bei 15 kriegt. Holzkohle und Zündpulver. Okay, dann haben wir jetzt die erste Verwendung für Holzkohle. Schießpulver oder was? Ja. Ja, Dünger brauchen wir noch nicht. Aber wir haben einen Schrank bei 16. Ich glaube, das ist so das nächste Sinnvolle für uns. Dann können wir ja mehr Sachen einlagern. Aber wir haben ja eigentlich nur... Ich weiß gar nicht, was wollen wir oben hin machen? Zwingend. Oder erstmal so als Option, dass man überhaupt hochgehen kann. Ich bin erstmal blind wieder. Legst du dich gerade mit dem Dilo an? Level 60 war der. Das ist natürlich auch nicht wenig. Wir können auch mal versuchen, so einen, also so einen zu zähmen, dürfte ja auch nicht schwer sein. Außer, ich weiß nicht, Level 60 mit einer Faust könnte doch schon ein bisschen dauern. Die Spitzhacke kaputt. Oh, irgendwas greift mich an. Wo bist du? Ein Tri... Was? Wieso greifen die denn ein Tri... Oh, oh. Mein Raptor wird sterben. Mein Parasaurus wird sterben. Der hat sich, warum auch immer, mit einem Triceratops angelegt. Dann reite weg. Ja, bin ich auch gerade. Gucken. Ich schwimme zur anderen Seite. Weil die kommen beide. Ja. Ich weiß. Aber ich weiß nicht, warum die angegriffen... Oder warum... jetzt haben sie Jakob... Nein, doch nicht. Einer ist noch hinterher. Nein. Es kommt noch ein Dritter. Auch noch. Der eine hat wohl verloren. Aber der Dritte, der ist noch voll aggro. Und der eine ist immer noch hinter dir. Aber ja, die zwei bleiben hier auf der Insel. Ich weiß aber, wo hat der denn die Aggro hergekriegt? Du hast von zwei immer noch die Aggro. Ich meine, dass die überhaupt angegriffen haben. Also die Musik ist weg. Eigentlich sollte das heißen, die haben die Aggro verloren. Nee, der eine ist noch genau hinter dir. Ja, beide noch. Ja, aber der eine ist direkt hinter dir. Der beißt dir im Schwanz. Ja, ich bleib ja auch mal wieder stehen. Jetzt ist vorbei.
Wo ist der andere? Der andere ist da vorne, ja dann. Nö, weiß ich jetzt nicht warum. Nur einer von denen bei uns am Haus. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, warum die auf einmal hinter mir her sind. Habe ich die irgendwie gehittet? Weiß ich nicht, was du gemacht hast. Aber gut, die Akku ist verloren. Die 30 Minuten sind rum. Damit war das jetzt die erste Folge bei Nacht. Könnt ihr auch mal gerne schreiben, wie ihr das fandet. Ja, ich weiß, man hat nicht viel gesehen, aber sowas gehört halt auch nochmal dazu. Jetzt können wir hier zum Abschluss nochmal kurz einen Dilo töten. Und dann soll es das auch gewesen sein für heute. Die nächste Folge gibt es dann wieder aus der Sicht vom Steve. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, ich auch. Und wir sehen uns nächste Mal wieder, hoffe ich. Genau, bis dahin. Ciao.